Herzlich willkommen zum MTB News Podcast Pokal oder Spital zur sechsten Episode. Wir sind endlich wieder da mit Markus und Moritz und die möchte ich jetzt auch begrüßen. Wir fangen mit Moritz diesmal an. Viele Grüße nach Wiesbaden, lieber Moritz. Ja, hallo, viele Grüße zurück nach Lemgo und nach Berlin. Vielen Dank. Hier scheint die Sonne. Schöne Grüße auch nach Berlin zu Markus. Hallo Markus. Hi, ich grüße euch, ihr beiden. Und hier scheint keine Sonne. Ist bei euch wirklich gutes Wetter? Ich kann es nicht Ja, glauben. Hier hat es den blauer Himmel ganzen und Vormittag geregnet. Aufpassen, gehabt. ja, also ja, hier war der Regen schon durch gewesen. Sehr schön. Ja, nee, also uns geht's gut, mir geht's auch gut. Wir sind quasi fast auf dem Sprung für alle Hörer. Also wir zeichnen den Podcast jetzt am Montag, den 16. April auf und wir sind jetzt irgendwie bald fast alle ausgeflogen. Moritz ist zum World Cup unterwegs und wir werden zum Sea Otter fliegen übermorgen und wir lassen es aber nicht nehmen und vorher noch kurz die sechste Episode aufzuzeichnen und daher, Markus ist gut vorbereitet, Musik ab. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen Sie auch noch. Der MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz. Und damit nochmal ein freundliches Hallo in die Runde. Fangen wir mal direkt an. Wir haben natürlich, wie immer, sind wir sehr knapp in der Zeit. Mit den Biersorten. Was werdet ihr heute trinken? Ich höre es schon ploppen. Moritz hat Ja. schon geöffnet. Ja, ich glaube, wir trinken heute alle dasselbe, oder? Vom Fast. selben Zumindest das Fabrikat. Gleiche. Ja, unser Kollege Sandy war nämlich in Hamburg und hat uns ganz tolle Leckereien, Brauspezialitäten mitgebracht. Deswegen trinke ich heute ein Störtebeker Nordic Porter mit 9,1 Umdrehungen. Und ich glaube, das wird man mir gleich auch anmerken. Ist das ein halber Liter oder ein Drittel Liter? 2 Liter. Die praktische Vorratsflasche. Okay. Was gibt's bei dir, Markus? Ich habe tatsächlich auch einen Störtebeker, was der Sandy mir geschickt hat. Ein Arctic Ale mit 8,5%. Ich hatte, ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge ja auch schon mal ein Ale von der Störtebeker Brauerei. Hat mir auch ziemlich gut gefallen. Deswegen bin ich gespannt, wie sich das hier macht. Und du hast auch einen Störtebeker? Ich hatte das Störtebeker gestern Abend, was Sandy getrunken hatte, damit wir heute nicht alle drei das gleiche haben. Und ich heute auch noch ein bisschen was vorab und deswegen bin ich heute ausnahmsweise mal alkoholfrei unterwegs und zwar mit einem Neumarkter Lambsbräu, einem Weizen bzw. einer Weiße, alkoholfrei, isotonisch und kalorienreduziert. Und ich hatte das irgendwann schon mal getrunken gehabt und von daher bin ich jetzt mal gespannt, wie es mir jetzt mundet, aber ich denke, ich bin ganz guter Dinge, das ist ganz gut. Es ist aus, hier aus dem Bioladen auch. Es gab leider nicht das Alkoholfreie, was ich haben wollte, was so aktuell das beste alkoholfreie Bier ist, was ich bisher getrunken habe. Das gibt es dann in 2 Wochen, denke ich mal. Und deswegen mache ich das jetzt auf. Ja, Prost, ne? Prost zusammen. Prost. Was ich eben auf meinem Bier entdeckt habe, der Beschreibungstext, der ist toll. Das Nordic Porter basiert auf dem Starkbier und ist geprägt durch einen wuchtigen Körper und ein intensives Das Aromenspektrum. klingt nach dir. 9,1%. Ja, damit kann ich mich sehr gut identifizieren. Und jetzt stark geröstete Malze sorgen für Kaffee- und Bitterschokoladennoten und Aromen von Backpflaume und Rumtopf runden den komplexen Geschmack des tiefschwarzen Bieres ab. Jetzt nicht so die Eigenschaften, auf die ich bei einem We Bier Wert lege. Also Backpflaume und Rumtopf. Aber diese Bitterschokoladennoten, die finde ich super. Um das Ganze nochmal abzuschließen, kurz, also ich hatte gestern ein Eislager mit 9,8 Volumenprozenten. Also auch das war schon eine ziemliche Bombe und ehrlich gesagt für einen Sonntagabend war das so als einzige Flasche durchaus ausreichend. Ja, also definitiv nichts für den Nachmittag. Also das kann ich jetzt im Nachhinein sagen. Das war schon heftig. Schmeckte eher sehr likörig und trotzdem war sehr lecker, sehr, sehr intensiv.
Und auch eher dunkel, süße Malzaromen von Karamell, Honig und Biskuit. Und dazu soll man Pekannüsse und Trüffelschokolade essen. Geil. Oh, lecker. Ja. Ja, aber wir sind ja hier im Mountainbike-Podcast. Genau. Lass uns mal über jetzt Fahrradfahren sprechen, ne? Um Fahrradfahren, ganz genau. Ja. Hannes, erzähl doch mal, über was wollen wir uns heute unterhalten? Über was wollen wir podcasten? Also, wir haben ein buntes Potpourri der guten Laune für euch vorbereitet. Wir starten so ein bisschen mit einem Rückblick der letzten Wochen. Es wurden wahnsinnig viele Produkte vorgestellt in den letzten Wochen. Neue Bikes, neue Gabeln, Zubehörteile. Wir haben diverse Sachen getestet. Da gehen wir ganz kurz drauf ein. Die Testberichte, die habt ihr vielleicht dann schon gelesen. Wir wollen nochmal ganz kurz darüber sprechen. Und dann, ich habe es vorhin schon angedeutet, fliegt Moritz zum Auftakt vom Downhill World Cup in Lužin in Kroatien. Oh, endlich mal jemand, der mir erklärt hat, wie man das ausgesprochen wird. Ich finde es geil. Hannes, ich wollte dich später fragen, wie heißt das jetzt eigentlich? Losny oder Losin oder Losinje heißt es eigentlich. Losinje, ja. Hatte ich auch ich schon mal. Ich bin gespannt, vielleicht kommt ja vielleicht noch ein kroatischer Hörer und sagt dann auch, dass Lužin auch falsch wäre. Aber ich war da und da haben es die Einheimischen Lužin genannt. Von daher bin ich da ganz guter Dinge. Es ist eine wunderschöne Insel. Ich bin sehr gespannt und auch ein bisschen neidisch auf Moritz. Und Moritz wird so eine kleine Vorausschau geben auf das, was dort kommen mag beim ersten World Cup. Es ist vieles anders. Es ist eine sehr spezielle Strecke. Und wir werden dazu später mehr. Auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Nachdem Moritz dann über den World Cup in Kroatien gesprochen hat, werden wir auf die Geschichte von Mountainbike-Filmen eingehen, werden das Ganze so ein bisschen aufrollen, ein bisschen diskutieren, was sind eure Lieblingsbike-Filme oder was sind unsere Lieblingsbike-Filme, welche Funktionen oder welche Besonderheiten finden wir eher gut, welche Filmmusiken aus Bike-Filmen haben uns irgendwie geprägt, womit hat es angefangen und das ist auf jeden Fall ein größeres Thema, was wir da ansprechen wollen. Wir werden unsere Erwerbungen durchgehen, unsere Empfehlungen und es wird ab sofort keine Hate-Postings oder Hass-Postings mehr geben, sondern nur noch Love-Postings, denn wir wollen etwas positiver gestimmt sein. Und ja, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, hier intern, dass wir einfach ein bisschen positiver das Ganze gestalten wollen und nicht extra für Hasspostings aufrufen wollen. Denn es gibt so diverse Postings doch oder gab es in letzter Zeit auch auf iTunes und deswegen wollen wir das Ganze lieber etwas positiver sehen. Und deswegen gibt es ab sofort nur noch Love-Postings und genau. Und dann wäre es das eigentlich schon für heute. Moritz. Hannes. Wie sieht's aus? Also, ja, es gut. War einiges los. Was war so los? Was war so los in den letzten Wochen? Ja, wurden einige spannende neue Produkte vorgestellt. So ein paar Bikes und vor allem auch Federgabeln. Wir hatten letzten Dienstag, das war so das totale Chaos, weil auf einen Schlag zwischen 16 und 17 Uhr 5 oder 6 wichtige neue Federgabeln vorgestellt wurden, die dann alle auf einmal raus mussten. Mehrere Hersteller. Liebe Hersteller, sprecht euch kurz vorher ab. Das ist wirklich, also das muss man jetzt ganz kurz nur, ich möchte Moritz gar nicht lange unterbrechen, aber das ist tatsächlich mal so ein kleiner Appell an die Hersteller. Das ist wahnsinnig schwierig, gerade wenn die Embargos, also die Sperrfristen relativ kurz vorher reinkommen, ist es wahnsinnig schwierig, so viele Artikel auf einen Schlag aufzubereiten und ist natürlich auch schade, weil bei 5, 6 Artikeln gehen die ersten schon wieder unter, bevor sie irgendwie oben waren. Und ich denke, es ist im Interesse aller irgendwie, dass man das ein bisschen auseinanderzieht und dass an einem Tag wirklich um 16 und 17 Uhr, ich glaube 6 oder 7 Embargos waren sogar, ausliefen. Das ist schon heftig irgendwie. Das ist auch schon so rein aufmerksamkeitsökonomisch echt schwierig als Leser, Leserin, das dann irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Es ist für alle nicht so ideal. Ja. Also es kennen sich ja auch alle gegenseitig, also von daher wäre es vielleicht so eine mini kurze Abstimmung, dass man sagt, ja, vielleicht macht er an dem Tag nichts. Dass man da irgendwie sagt. Ist ja auch im eigenen Interesse eigentlich der Hersteller. Klar. Ne? Ja, also wink mit dem Zaunpfahl an Fox und RockShox und alle anderen Hersteller, genau, die uns zuhören.
sprecht euch ab. Letzte Woche wurden vorgestellt die neue Fox 34 Stepcast, die neue Fox 36 Grip 2 Kartusche, die Rückkehr der Mazzocchi Z1, dann eine Dropper-Sattelstütze und eine Downhill-Federgabel von Mazzocchi, diverse Neuerungen für Fox-Federelemente, die neuen RockShox SID-Gabeln und das neue RockShox Twistlock-System. Alles letzten Dienstag vor knapp einer Woche zwischen 16 und 17 Uhr. ja, davon erholen wir uns jetzt noch. Ja. Wir sind seitdem übrigens auf den Philippinen und erholen uns da jetzt einfach mit einem Cocktail in der Hand. Mit einem Störtebäcker. Ja. Hat ja ähnlich viel Umdrehung. Was, wie ein Cocktail. Ja. Ja. Was, Hannes, was fandest du von den Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, am spannendsten? Also ich fand das Produkt von RockShox am spannendsten. Twistlock, hast du es überhaupt aufgezählt? Ich glaube ja. Twistlock habe ich natürlich aufgezählt. Also ich fand Twistlock definitiv am spannendsten, weil das tatsächlich eine richtige Neuerung war. Absolut nichts gegen die neuen Produkte, aber die waren natürlich im Endeffekt irgendwie eher eine Evolution von bisher guten Produkten, beziehungsweise muss man da so ein bisschen herausheben, dass die Mazzocchi Z1 natürlich einen speziellen Status hat. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber das RockShox Twistlock-System, das fand ich sehr spannend. Und zwar geht es bei diesem System darum, dass man vom Lenker aus per Drehgriff auf der linken Seite beide Federelemente blockieren kann, was für Cross-Country-Rennen und auch Enduro-Rennen wirklich eine sehr spannende Sache sein kann, denke ich. Ich bin es bisher noch nicht gefahren. Wir haben noch keine Testmodelle hier, aber ich denke, das ist wirklich, wirklich eine sehr spannende Sache, gerade oder vielleicht sogar bei sprintlastigen Downhill-Rennen, wenn ich da zum Beispiel an Australien, an Cairns denke, wenn man diese lange Sprintpassage hat, wo einfach es wahnsinnig... Ja, hatten letztes Jahr im Downhill-Weltcup auch schon einige Fahrer in ihrem Rad, dass man die Gabel oder den Dämpfer per Hebel vom Lenker aus blockieren konnte, also auch zum Beispiel für Leogang, wo man einfach dieses sehr, sehr lange Mittelstück hat. Genau. Da wurde es durchaus schon eingesetzt. Ja, also für sowas macht es wirklich Sinn. Gerade für Sprintpassagen hat man im Cross-Country-Bereich natürlich noch ein bisschen mehr, aber gerade auf Enduro-Rennen hat man auch öfter einfach Passagen, wo man wirklich sehr, sehr viel einfach im Wiegetritt fährt und dann will man natürlich so wenig Energie wie möglich verlieren. Und dieses Twistlock-System sorgt halt dafür, dass Gabel und Dämpfer zeitgleich blockiert werden. Und das finde ich schon eine sehr feine Sache. Also solche Systeme, muss man dazu sagen, gibt es ja auch schon von diversen Herstellern. Ich finde, Twistlock ist eigentlich eine ganz schöne Lösung, weil es cool in den Griff integriert ist und weil man den Drehgriff auch wirklich nur in eine Richtung bewegen kann. Also wenn man ihn nach hinten sozusagen zu sich hinzieht, dann sind die Federelemente, also kann man sich aussuchen, ob Federgabel oder Dämpfer oder beides gleichzeitig. Wenn man den Drehgriff ein bisschen nach hinten bewegt, zu sich zieht, dann sind die Federelemente gesperrt und dann hat man sozusagen in die Klemmschelle integriert einen kleinen Knopf für den Daumen, den man sehr, sehr gut erreichen kann. Und sobald man da drauf drückt, ist es dann auch sofort wieder entsperrt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es im Enduro-Bereich, wenn man dann eine sehr tretlastige Passage in einer Stage hat, wo man wirklich Vollgas geben will und das so effizient wie möglich, dass man dann schnell das Twistlock-System reinhaut und aber auch wieder sehr, sehr schnell die Federelemente entsperren kann. Ich bin mal gespannt. Also ich persönlich bin eher jemand, der auf einen Lockout ganz gut verzichten kann. Also ich fahre meine Federelemente eigentlich immer offen und wenn es dann bergauf nicht ganz effizient ist, dann meine Güte, bin ich halt ein paar Sekunden langsamer, aber habe dafür auch nichts, was ich oben vergessen kann. Jetzt am Wochenende waren wir unterwegs und einer meiner Fahrradfreunde hat die tolle Angewohnheit, dass er jedes Mal mit gesperrten Federelementen in den Trail reinfährt. aber so an sich finde ich das Twistlock schon eine sehr interessante Sache und bin auch gespannt drauf, das mal auszuprobieren. Was ich daran ziemlich cool finde, ist, dass es einfach sehr gut integriert ist. Du hast eben nichts mehr, was da hervorsteht, wie das aktuell ja bei den Knöpfen und Bedienelementen ist. Und wahrscheinlich ist das auch im Falle eines Sturzes, wenn das mal irgendwie ungünstig aufkommt, ein bisschen robuster als irgendwie ein abstehender Hebel. Twistlock, coole Sache. Ich werde es mal ausprobieren. Weiß noch nicht genau, ob das jetzt so mein
absolutes Must-Have-Produkt sein wird, aber es ist auf jeden Fall mal eine sehr interessante und innovative Sache. Weißt du denn, ob man irgendwie den Griff teilt, ob man den irgendwie tauschen kann oder ist das alles fest? Nein. Nee, also du kannst, es wird mit einem Griff von RockShox zusammen ausgeliefert und du musst dir dann den Griff auf die passende Länge schneiden, beziehungsweise kannst du auch die volle Länge des Griffs benutzen. Dann hast du halt das Twistlock-System sehr, sehr weit innen, also glaube, so würde es niemand fahren, aber du kürzt dir dann deinen Griff zurecht, dass es eben insgesamt passt. Du kannst das System aber auch mit jedem anderen beliebigen Griff fahren, solange der Griff außen auch einen Lockring hat. Ja. Weil wichtig ist ja da praktisch. Und was manche Leute jetzt vielleicht denken, okay, wenn sich das Ding jetzt dreht, damit man es irgendwie einlocken kann. Also sobald es einmal eingeloggt ist, lässt sich das auch nicht mehr verdrehen. Das heißt, da gibt es auch keine Probleme von wegen, der Griff ist zu kurz. Und es gibt also, so wie ich das verstanden habe, gibt es da einen Button, mit dem man das Ganze dann wieder löst. Genau, der Hot-Button. Und nur mit dem Button. Mhm. Ist jetzt nicht wie bei der Schaltung, dass du einfach kannst. Sobald es einmal gelockt ist, musst du den Knopf drücken, der ist so ein bisschen ähnlich wie der Reverb-Knopf, nur noch eine ganze Ecke schöner in die Klemmschelle integriert. Also da musst du dann drauf drücken und erst dann ist es wieder entsperrt. Okay. Also ich denke mal, RockShox wird da sehr, sehr viel getestet haben. Also sind ja auch einige Enduro-Fahrer schon in der Vergangenheit gefahren, als man noch nicht so wirklich, als RockShox noch nicht so wirklich drüber berichtet hat. Was ich mich so ein bisschen frage, ist, der Hebel, der Drehgriff, der ist ja sozusagen aktiviert oder lässt sich drehen, solange man im Downhill-Modus ist, also solange das Fahrwerk aktiv ist. Da frage ich mich dann, ob man aus Versehen das vielleicht mal auf dem Trail, wenn es sehr, sehr ruppig ist, dann aktiviert und das Fahrwerk sperrt. Und was ich mich auch frage, ist, wenn man dann irgendwie so auf einer Enduro-Stage in einem Rennen, hast du einen 100 Meter langen Anstieg zwischendrin, keulst da voll rein, hast dein Fahrwerk gesperrt, hast die Dropper-Sattelstütze auch noch oben und dann kommst du über eine Kuppe, wo es auf einmal danach richtig steil runtergeht, dann musst du entweder das System extrem gut beherrschen, was den Bewegungsablauf angeht, oder du musst dich entscheiden, machst du jetzt deine Dropper-Stütze runter oder entsperrst du das Fahrwerk, weil beides auf einmal mit dem linken Daumen hinbekommen, während du über die Kuppe kommst und dich auf den Downhill vorbereiten musst, könnte ein bisschen knifflig sein. Aber da geht das Probieren stimmt. Wahrscheinlich das ist, über Studieren. Das ist, denke ich mal, nur eine Übungssache auch schlussendlich. Moritz, ich habe noch eine Frage an dich. Jo. Und zwar, du sprachst gerade vom Keulen, kann man eigentlich auch mit einem Luftfahrwerk bergunter keulen? Ohoho. Okay, ja, fiel mir gerade so ein. Mal gucken, wer ihn noch versteht von unseren Hörern. Liked, wenn ihr ihn versteht. Ja. Ansonsten andere Produkte, die vorgestellt wurden, ist ja alles auf dieser wunderbaren Website mtbnews.de zu finden. Bei den Federgabeln. Fox 34 gibt es jetzt mit Stepcast Casting, was das Gewicht nochmal reduziert. Ist, glaube ich, eine sehr interessante Sache für langhubige Cross-Country-Bikes oder Trail-Bikes. Die Fox 36 hat eine neue Dämpfungskartusche, wo man jetzt High-Speed-Zugstufe, Low-Speed-Zugstufe, High-Speed-Rebound und Low-Speed-Rebound separat einstellen kann, plus Luftdruck, plus Volumenspacer, also eine ziemlich komplexe Angelegenheit, die aber anscheinend sehr, sehr gut funktioniert oder ein sehr gut funktionierendes Produkt noch besser gemacht hat. Und dann kehrt natürlich jetzt die Mazzocchi Z1 zurück. Hannes und Markus, ihr seid ja ein etwas älteres Baujahr. Wieso ist das so eine tolle Neuerung? Naja, das ist deswegen eine sehr tolle Neuerung, weil die Mazzocchi Z1 eigentlich zu den legendären Federgabeln der 2000er, sage ich mal, gehört. Der frühen 2000er, genau. Ja. Gab es die Z1, gab es sehr lange und da gab es auch verschiedenste Varianten, Z1 Drop-Off und das war eine etwas spätere. Das gab dann sogar eine Z1 Dirt Jump, das war dann die erste Gabel der legendären Dirt Jumper-Reihe, die darauf folgte. Und die Mazzocchi Z1 kennt man besonders aus den ganzen alten Bike-Filmen, da ist sie auch eingesetzt worden, neben den ganzen Doppelbrückengabeln. Das ist dann so diese Junior-T und Monster-T-Zeit. Super-T. Genau, Super-T. Und
Ja, deswegen hat es so einen Legendenstatus im Endeffekt. Aber was natürlich mit Mazzocchi passiert ist, da hatten wir auch in den letzten Jahren drüber berichtet öfter. Die standen immer kurz vor der Pleite und wurden nach aktuellem Kenntnisstand von Fox übernommen. Vor, lass es 3 Jahre gewesen sein, würde ich sagen, 4 Jahre. Und heißt im Endeffekt, dass Mazzocchi die Möglichkeit hat, Sachen weiterzubauen. Der große Unterschied ist, man findet keine Sachen mehr von früher drin, die Mazzocchi-Gabeln damals ausgezeichnet haben. Das heißt, man hat ein offenes Ölbad und sonstige Geschichten. Also die waren ja immer sehr wartungsfrei. Man konnte in der Z1 eigentlich Ewigkeiten fahren, bis man sie, also und die hat gut funktioniert, bis man sie irgendwann mal servicen musste. Der Unterschied ist jetzt, dass innen drin sehr viel Fox-Technik vorhanden ist und Mazzocchi generell oder die Z1 etwas unterhalb der Fox-Top-Modelle angesiedelt ist, was die Technik angeht. Und nichtsdestotrotz denke ich, dass die Z1 dennoch ihre Fans auf jeden Fall und ihre Käuferschaft finden wird, weil es einfach eine... Ich bin mal auf den Straßenpreis gespannt. Den finde ich, den UVP, der ist auch relativ hoch mit, ich glaube, 899. 899 Euro. Da bin ich mal auf den Straßenpreis gespannt und ich denke, es wird auf jeden Fall, wie gesagt, ihre Fans finden. Und ja, ich persönlich bin auch immer noch Mazzocchi-Fan. Ich fahre in einem meiner Dirtbikes auch immer noch eine Mazzocchi Dirt Jumper 3 von 2010 mit geschraubter Gabelkrone und habe ich noch irgendwo eine alte? Nee, aber ich bin früher eigentlich fast nur Mazzocchi gefahren. Aber man muss sich einfach auch mal überlegen, selbst diese 80mm Gabel, die ich da fahre, die Dirt Jumper 3, die wiegt 2800 Gramm und das ist einfach auch, ist noch fahrbar, aber ist natürlich nicht mehr zeitgemäß und so viel wiegt auch die Z1 nicht, also die hat auch ordentlich abgespeckt. Ja, so viel zur Z1. Haben wir denn im Bike-Bereich noch was Neues, Moritz? Natürlich haben wir da auch noch was Neues. Was ganz Neues. Ja, was Neues. Yeti hat ein neues Rad vorgestellt, das SB100. Und das finde ich auch eine super spannende Sache, weil es sich dabei um ein, wie hat es Yeti beschrieben, ein Trailbike mit Cross-Country-Genen handelt. Und das klingt irgendwie erstmal nach einer ziemlich langweiligen Sache, weil ein Trailbike, ja, irgendwie Trailbike mit steiler, kurzer Geometrie will ich irgendwie nicht, aber wenn man sich dann mal näher anschaut, ist es im Prinzip ein Fully mit 100 mm Federweg hinten, 120 mm Federgabel, Dropper-Sattelstütze, richtig ordentlichen Reifen, die nicht nur zum effizient Bergauffahren gemacht sind, hat einen relativ langen Reach, einen für so ein Rad vergleichsweise flachen Lenkwinkel von, ich glaube, 67,8 Grad. Und das sind im Prinzip, also jetzt dieses Rad und auch andere Räder, die jetzt in letzter Zeit vorgestellt wurden, ist ja so ein bisschen eine neue Kategorie von Rad. Unsere Kollegen von, oder unsere Konkurrenz von Pink Bike hat es als Fun Country oder Down Country Räder bezeichnet, also Cross Country Räder mit, ja, die Spaß machen oder mit einem, ja, mit so einer leichten Downhill Attitüde. Fand ich eine sehr, sehr coole Bezeichnung. Ja, es sind einfach Cross-Country-Räder mit der Geometrie und der Ausstattung von einem Trailbike, die, mit denen man natürlich extrem schnell bergauf fahren kann, effizient bergauf fahren kann, aber die bergab jetzt mich als Fahrer, der vor allem im Enduro-Bereich unterwegs ist, die Räder würden mir bergab auch Spaß machen. Also es ist quasi ein kurzhubiges Trailbike mit All-Mountain-Gehen und Cross-Country-Anleihen. Ja. So ungefähr. Oder einfach ein Mountainbike. Ja, im Prinzip sind ja alle Mountainbikes, oder? Ja, aber Fun Country finde ich ganz gut. Das klingt wie Kinder Country und das ist sehr lecker. Ja. Ist doch interessant, dass immer wieder neue Nischen irgendwie aufgemacht werden. Ne? Das ist, dass man sich nicht mal irgendwie beschränken kann auf gewisse Einsatzbereiche, sondern dass man eben tatsächlich immer noch irgendwas finden muss, wo noch keiner einen vermeintlichen Markt besetzt hat und das dann irgendwie anpreist. Na, die, yes. Die Amerikaner, die machen das, oder die Nordamerikaner, die machen das eigentlich relativ intelligent. Die verwenden gar nicht viele Bezeichnungen an sich.
Also eigentlich, wenn ich mich jetzt recht erinnere, gibt es halt wirklich, gibt es All Mountain. Das ist eine sehr, sehr große Variante. Und dann gibt es Cross-Country Race und Downhill Race. Und dann gibt es vielleicht noch so ein bisschen Richtung Enduro. Aber eigentlich ist fast alles irgendwie All Mountain. Ja. Also, und Also ich finde. was schwierig wird dabei Ja, ist, ja. was ich jetzt meinte, ist einfach, es gibt, also bekannt ist halt klassisch Trailbikes und Cross-Country-Bikes, die jetzt so in der Berichterstattung, wenn man das irgendwie beobachtet, würde man sagen, okay, das geht ineinander über. Ja? Also Cross-Country-Bikes, irgendwann haben sie ein bisschen mehr Federweg und dann geht es irgendwie Richtung Trailbikes über. Und jetzt versucht man halt diesen Zwischenbereich, der bis dato gar nicht existiert hat, eben noch zu besetzen durch irgendwie eine neue, wie haben sie es genannt? Fun Country. Ja, das, das haben mir Ja. die Hersteller nicht so genannt. Das, weil die Nee, das, Presse dich so wer bezeichnet auch hat. immer das so nennt. Aber auf jeden Fall ist es interessant, dass es irgendwie tatsächlich nicht mal so sein kann über einen längeren Zeitraum, wie es mal irgendwie definiert wurde, wahrscheinlich auch durch die Medien definiert wurde, zumindest hierzulande, sondern dass man dann immer irgendwie versucht, das noch Lücken zu füllen, Aber ich. die vielleicht eigentlich gar nicht da sind. Ich weiß es nicht. Es ist Na, ich glaube schon, dass die Räder relativ speziell sind, also dass sie sich deutlich anders fahren als ein Trailbike oder ein Cross-Country-Bike. Für mich zum Beispiel wäre so eine Sache als Zweitrad, wenn, also Yeti hat jetzt so ein Rad vorgestellt, Intense hat vor kurzem das Sniper vorgestellt, was in eine ähnliche Richtung geht. Santa Cruz hat das neue Blur vorgestellt, Blur. das auch in eine sehr ähnliche Richtung geht, also ein 100 mm Cross-Country-Rad, was aber bergab auch richtig viel Spaß macht und Sicherheit vermittelt. Das sind alles Räder, wo ich eigentlich mittlerweile sagen würde, boah, das ist so als Ergänzung zu meinem Enduro 29er-Rad, was so, das hat jetzt aktuell 160 mm vorne, 140 mm hinten. Als Ergänzung zu so einem Rad wäre es eine sehr, sehr coole Sache, weil die Kategorie drunter, also ein Trailbike mit 29 Zoll Laufrädern und 130 bis 140 mm Federweg, das wäre mir wahrscheinlich zu nah dran an meinem Enduro. Und ein Cross-Country-Bike wäre dir Ja, zu weit weg, wäre dir zu gestreckt, zu sportlich. Also jetzt im Sinne von. an einem Cross-Country-Rad, an einem klassischen Cross-Country-Rad in Anführungszeichen, habe ich dann keine Dropper-Sattelstütze dran. Da habe ich eine Federgabel mit 100 mm Federweg, die jetzt auch nicht so sehr zu meinem Fahrstil passt. Da habe ich keine gescheiten Reifen, jedenfalls nach meiner Definition. Also da habe ich zwar Reifen, die extrem schnell rollen und Ja. leicht sind, aber sobald ich damit das erste Mal in ein Steinfeld fahre und irgendwo drüber hacke, sind die Reifen platt und die Seitenwände knicken weg und so wirklich viel Grip haben die Reifen auch nicht. Von daher finde ich diesen Ansatz ein Cross-Country-Rad mit Trailbike-Eigenschaften, also ein effizientes Rad, was aber eine aus meiner Sicht sehr, sehr coole bergablastige Ausstattung hat. Das finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Na, könnte man das nicht vielleicht einfach weiterdenken und sagen, die Kategorie Trailbike an sich ist dann vielleicht, ich will jetzt nicht sagen überflüssig, aber wenn man jetzt irgendwas schafft, was Cross-Country und Trailbikes vereint, wenn man sagt, ist dann überhaupt das Trailbike noch, hat das noch seine Ja, Daseinsberechtigung? das auf jeden Fall. Man könnte das Weil so umbauen ein in die Kategorie Cross-Trail-Bike. Oder Also ein Trail-Country. Cross-Country-Bike hat ja einen riesen Vorteil bergauf. Ja, du kannst ja einfach so unfassbar schnell damit berghoch fahren. Und wenn du jetzt halt neuerdings eben auch noch sehr geil bergunter damit scheppern kannst, dann fragst du dich natürlich irgendwann, wo ist die Daseinsberechtigung jetzt irgendwie für das Trailbike? Weil so weit ist das ja auch nicht weg von dem. Naja, die Das Daseinsberechtigung hast ist. du ja allein schon, wenn du ein Rad für alles suchst. Also auf so einem Trailbike kannst du ja extrem viel machen und die richtige Technik vorausgesetzt, also Fahrtechnik und Können vorausgesetzt, bist du auf dem Trailbike Kannst du wahnsinnig schnell bergab unterwegs. kannst du damit alles. Ja, du kannst da bergab ziemlich viel mitmachen, aber eben bergauf ist das halt auch nicht vergleichbar mit einem Ich glaube, den Cross-Country-Bike. Aber ich Leuten, denke. die ich kenne, denen kommt es auch nicht so sehr aufs schnelle Bergauffahren an. Also die wollen irgendwie Da hoch bin ich zum wahrscheinlich Trail-Einstieg wieder. kommen und wollen natürlich auch effizient fahren. Aber bergauf ist mir die Zeit relativ egal. Das ist wahrscheinlich genau das, wo es bei mir anders läuft, irgendwie. Ja. Ja, und das ist, ich denke, das hängt tatsächlich auch komplett vom Terrain ab. Also ich denke, jemand, der in den Alpen wohnt, der zwar effizient berghoch fahren will, aber auf jeden Fall ein bisschen Federweg für steile Alpengeschichten hat mit Treppen und Stufen und was weiß ich alles, der wird mit einem Rad mit 100 mm Federweg nicht glücklich. Der sagt auch eher, also ich würde schon gerne 130 mm haben oder Leute, die halt auf ihrer Hausrunde halt wirklich sehr steiniges Terrain haben.
haben irgendwie. Der wird auch nicht mit 100 Millimetern glücklich werden. Aber jemand, der halt wirklich fast nur Flowtrails irgendwie vor der Haustür stehen hat oder einfache Singletrails, die halt sehr schnell sind und wo man halt ab und zu mal schön berghoch muss in einer gewissen Geschwindigkeit, ich denke, der wird mit sowas viel Spaß haben. Ist aber schon, wenn du das so erzählst, das klingt schon so nach einer ziemlichen Spezialisierung, also für jedes Bike den Einsatzbereich beziehungsweise umgedreht. Also für mich, denke ich, ist es auch ein relativ spezielles Rad. Also ich habe das mal ausprobiert. Mir ist es ein bisschen zu wenig Federweg hinten. Ich muss jetzt sagen, ich fahre jetzt ein Banshee Primus, habe ich glaube ich auch vorgestellt irgendwann letztes Mal. Und das hat 135 hinten, hat aber vorne 160. Das heißt, es geht ganz klar Richtung, es ist All Mountain Enduro. Und was drunter wäre, also für mich wäre glaube ich ideal wirklich so ein 130er Bike, wenn ich so ein Rad für alles suche. Und auf der anderen Seite habe ich aber festgestellt, ich bin eine Weile mit einem Rad unterwegs gewesen, was weniger Federweg hatte, und ich habe aber trotzdem gemerkt, dass ich zwar insgesamt schneller auf dem oder die Runde geht schneller vorbei, aber ich komme bergab nicht an die Zeiten oder nicht an den Spaß und an diese Endgeschwindigkeit ran, die ich normalerweise fahre. Und deswegen nämlich bin ich jetzt für meine Home Trails wieder dazu übergegangen, einfach mit meinem Enduro-Bike zu fahren. Weil ich einfach merke, gut, da bin ich halt nicht so schnell berghoch, aber ich will eh keine Preise berghoch gewinnen, wie Moritz da schon sagte. Und deswegen sage ich aber, okay, ganz klar, ich lege den Fokus definitiv auf die Abfahrt, und für alles, wo ich den Fokus nicht auf die Abfahrt lege, sondern sage, ich will einfach nur eine schnelle Runde, mich komplett kaputt fahren im Wald, habe ich mir letztes Jahr habe ich mir das aufgebaut. Das Hardtail, ne? Genau, das okay. Ein Track Pro Caliber aufgebaut, ein Hardtail. Was mir auf jeden Fall auch gefällt, wo ich wahnsinnig schnell mit bin, das wiegt, und da habe ich mir eine Dropper-Post auch dran gebaut, das wiegt 10,9 Kilo in XL mit Dropper-Post, und das geht auf jeden Fall tierisch ab, wobei ich da ganz klar sagen muss, ich bin dann doch Fully-Fahrer und ich mag es ganz gerne, wenn ich hinten im schnellen Fahrer einfach auch im Sitzen so ein bisschen Puffer habe, also das auf Dauer nervt es mich dann schon ein bisschen, dass man doch immer wieder Schläge irgendwie hinten aus dem Hinterrad raus reinkommt. Und da weiß ich ganz klar, das ist halt wirklich so ein Ding für leichte Trails und für Forstwege und so. Aber da sage ich halt manchmal, ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde Zeit. In der Dreiviertelstunde kriege ich, wenn ich schnell fahre, meinen Hometrail hin. Und dann nehme ich halt das Rad schnell. Und da sage ich halt dann, egal, du willst jetzt nicht super krass deine normalen Trails fahren, sondern dir reicht es halt, wenn du bergab da ein bisschen langsam unterwegs bist. Und um das abzuschließen, mal eine provokante Frage. Ist nicht eigentlich genau dieses Segment schon vor 5 oder 6 Jahren mit dem Santa Cruz Tallboy eingeführt worden? Mit 100 bzw. 110 mm und traillastigen Ambitionen? 29er? Fühlt sich keiner provoziert. Nee. Okay, schade. Das tangiert mich jetzt eher nur so peripher. Nee, kann schon sein. Also ich finde es auf jeden Fall eine coole Sache. Ich denke einfach nur, es ist eigentlich gar nichts Neues. Nee, so neu ist es nicht, aber ich finde es cool, dass es jetzt von 3 Herstellern innerhalb kürzester Zeit, dass die mit solchen Rädern auf den Markt kommen, wo einfach der Fokus schon eher auf dem Bergabfahren liegt oder auf den Trail-Eigenschaften, obwohl es eigentlich ein Cross-Country-Rad ist. Bin aber gleichzeitig noch nicht wirklich so ein Rad aus dieser Kategorie gefahren. Ab Ende April haben wir eben genau die Räder, die ich eben genannt habe, also das Yeti SB 100, das Intense Sniper und das Santa Cruz Blur werden wir bei uns im Test haben. Und da freue ich mich auch sehr drauf, weil das sowohl unsere Enduro-Fahrer in Anführungszeichen testen, als auch unsere Cross-Country-Jungs aus Albstadt. Da werden wir uns hier treffen und die Räder Probe fahren. Und ich glaube, das wird auch eine ganz spannende Sache, wenn da einfach Leute aus vollkommen unterschiedlichen Disziplinen mit unterschiedlichen Fahrstilen, Herangehensweisen und Vorlieben, wenn wir da alle dasselbe Rad fahren oder dieselben Räder fahren und uns dann mal austauschen. Also da freue ich mich jetzt einfach drauf. So, nächstes Thema. Die Zeit ist gut fortgeschritten. Ja, wir müssen uns jetzt mal über den Weltcup unterhalten. Vorher noch kurz ein Einwurf. Genau. Heute ist Montag, morgen früh wird das neue Specialized Stump Jumper vorgestellt. Morgen Abend wird die neue RockShox Boxer vorgestellt. Da kommt jetzt kein Yay, oder was? Yay! Danke sehr. was ist mit den Sachen?
Endlich kommt mal ein Button ins Spiel. Super. Ja, haben wir jetzt leider keine Zeit mehr drauf einzugehen, werden wir sicherlich in einer der nächsten Ausgaben machen. Sind auch sehr, sehr spannende Produkte mit auffälligen Designs, also das neue Stumpjumper mit asymmetrischem Rahmendesign, die neue Boxer in Rot mit dunkelgrauen Gabelbrücken. Könnt ihr alles nachlesen. Und vor allem haben wir dann erste Testeindrücke. Ja, erste Tests werden wir dann schon haben. Und aus den USA und aus Spanien. Also schaut es euch an. Ja. So, Moritz, jetzt, deine Reisepläne. Ja, meine Reisepläne. Morgen geht's mit meinem Kollegen Gregor nach Kroatien. Wir fliegen nach Rijeka und fahren von dort nach Lošinj. Lošinj. Das kannst du so toll sagen. Lošinj. Wir werden dann auch direkt, wir werden auch direkt dann fragen, ob ihr eine gute Fahrt hattet. Hatten Sie eine gute Fahrt? Ja. So, jetzt aber genug. Also, Gregor und ich werden morgen nach Kroatien fliegen und uns dann 7 Tage am Stück Bang, Boom, Bang anschauen. Oh, ich will auch. Ja, ja, aber also wie gesagt, ihr seid mehrere Tage vor Ort. Genau, also mal so ganz, ganz kurz umrissen, was macht ihr dort? Ja, also wir schauen uns den Downhill-Weltcup an und machen von morgens bis abends Fotos und dann gehen wir nach Hause und essen was und schreiben die Storys zusammen. Sag mal, schmeckt euer Bier auch so geil eigentlich? Nee. Mein Bier ist leer. Oh, ich finde das richtig, richtig geil. Kann ich mir ganz kurz noch ein Bier holen? Ja, mach mal. Ja, ich überlege auch, also so, es ist leider, es ist sehr fade, mein Bier. Es ist halt. Ich bin tatsächlich, muss sagen, ich würde das Arctic Ale richtig, richtig geil. Ja, das ist auch so ein richtiges, das hat. Die Herbe ist halt irgendwie da, also ist sehr hopfig. Du trinkst es und schluckst es runter und danach ist es. Du hast weg. Dieses Bittere nicht mehr im Mund, weißt du? Das ist einfach so ein runder Nachgeschmack, das ist extrem geil. Aber ich muss mir das aufheben, dass die Rezension bis nachher. Was hast denn du jetzt, Moritz? Ich habe jetzt noch so ein Original Licher 1854 Kellerbier. Oh Gott. Ja. Hattest du letztens 2 gekauft, ja? Support your local Brauerei aus dem Herzen der Natur. Mhm. Ja, okay. Also, Weltcup. Morgen geht's. Nee. Nicht morgen. Am Wochenende geht's im Downhill-Weltcup los in Kroatien auf der schönen Insel Lošinj, auf der ich noch nicht war, aber die sehr, sehr schön sein soll, wie auch mein Mitpodcaster Hannes bezeugen kann. Ja. Und ja, da findet der Auftakt des Downhill-Weltcups 2018 statt, auf einer Strecke, die im Vorfeld schon ziemlich kontrovers diskutiert wurde, obwohl fast niemand diese Strecke bisher gefahren ist. Weil sie voll einfach ist. Ja. ja, es gibt so ein paar Helmkamera-Videos von, ach, wer fällt uns denn ein? Sam Pilgrim war vor kurzem da und ist auf seinem, ich glaube, auf seinem E-Bike oder so. Ja, irgendwas mit E die Strecke runtergefahren. Wally Höll war da und ist in ihrem Vlog da die Strecke runter. Loic Bruni, Finn Iles und Miranda Miller waren da. Es gibt mittlerweile einige Berichte von vor Ort. Es ist eine sehr spezielle Strecke, also relativ kurz. Die ersten 2 Minuten sind wirklich nur Steingeballer durch scharfkantige Mauern durch. Und dann gibt es einen Sprint durch die kleine Stadt an den Hafen und der Weltcup endet direkt am Meer. Geil. Ja. Und das ist wunderschön dort. Also dieser Bucht, das ist so geil, wenn man da rauskommt. Hannes, war das nicht diese Fotostory, die du da gemacht hattest? Ich hatte da eine Fotostory von Lošinj gemacht. Ja, da müssen wir mal verlinken. Die war sehr sind geil. Teilweise, wir sind teilweise auch die Downhill-Strecke gefahren. Teile der Downhill-Strecke, die existierte, oder vor der Downhill-Strecke existierte dort ein Mountainbike-Trail runter schon. Der war schon sehr, sehr knorrig. Also, und da hatten die schon die schönsten Stellen eigentlich rausgesucht. Und das war mit dem normalen Enduro war das schon richtig, richtig. Also da ist nachher am Rad gefühlt alles abgefallen, weil es wirklich dermaßen gerattert hat darunter. Und auf der anderen Seite ist der erste Teil, wie gesagt, wie Moritz schon gesagt hat, ist sehr steinig. Danach gibt es eine eher flowige Waldpassage, die jetzt für den World Cup mit teilweise etwas größeren Sprüngen und Drops ergänzt wurde, weil die sonst tatsächlich ein bisschen lahm gewesen wäre. Und dann geht es wirklich so City-Downhill-mäßig dann noch ein bisschen durch die Stadt. Und dann kommt man in einer wunderschönen Bucht in Veli Lošinj, glaube ich, raus, heißt das Dörfchen da unten. Genau.
Und das ist wirklich schön da. Also ich bin auf jeden Fall ein bisschen neidisch und ich glaube, ihr werdet viel Spaß haben. Ja, ich freue mich auch sehr drauf. Ich finde, so ein Downhill-Rennen auf einer komplett neuen Strecke ist immer eine super coole Sache. Also ich weiß noch, wie es zum Beispiel vor 3 Jahren in Lourdes war, als es das erste Mal auf dem Programm stand, weil so auf den Strecken wie Fort William oder Mont Saint Anne oder Leogang, wo wirklich seit vielen, vielen Jahren auf im Prinzip derselben Strecke ein Rennen ausgetragen wird, weißt du schon relativ genau, in Fort William wird Greg Minnaar super gut fahren, in Leogang wird Aaron Gwynn schwer zu schlagen sein, wenn dann sein Hinterrad auf der Felge bleibt. Also selbst ohne Kette ist er da praktisch unschlagbar. Und das finde ich immer super cool an neuen Strecken, dass einfach die Karten komplett neu gemischt werden. Und natürlich werden letzten Endes dieselben Namen, die man schon kennt, sehr weit vorne sein. Aber ist natürlich auch eine Chance für Newcomer oder unbekannte Fahrer, weit nach vorne zu fahren. Jetzt haben wir es ja gerade im EDC in Maribor gehabt, dass da schon sehr viele neue 29er am Start waren. Also selbst kleinere Teams sind da mit 29er Downhill-Rahmen unterwegs. Was denkst du, wie viele Teams werden da mit 29 Zoll an den Start gehen? Und könnte das im Endeffekt ein Vorteil sein, gerade auf so einer sehr steinlastigen Strecke? Also 29er gibt es ja auch jetzt eigentlich seit ziemlich genau einem Jahr im Downhill-Weltcup, als da das Santa Cruz Syndicate so einen Tag vor dem Saisonauftakt gesagt hat, ja, übrigens, hier unser neuer 29er, damit fahren wir jetzt. Und dann sind sie in der Quali Erster, Dritter und Sechster geworden und haben alle anderen Teams unter Druck gesetzt, jetzt gefälligst mit einem 29er rauszukommen. Dieses Jahr werden die Teams, glaube ich, deutlich besser vorbereitet sein. Werden viele Teams auf 29ern an den Start gehen. Also ich was haben wir denn alles? Intense fährt 29er, Track, die Athertons werden, denke ich mal, auf einem 29er unterwegs sein. Commercial war am Wochenende in Maribor auf einem 29er unterwegs, den die auch schon präsentiert hatten. Da Vinci, das neue gegründete Team, fährt 29 Zoll. Also ich denke mal, es wird, ach so, natürlich auch das Santa Cruz Syndicate. Die werden auch alle auf 29 unterwegs sein. Ich denke, es wird insgesamt relativ ausgeglichen sein, vielleicht sogar ein leichter Vorteil gegenüber den 29ern, was so die Verteilung angeht. Was es auf so einer Strecke für einen Vorteil hat, finde ich immer schwierig zu sagen. Auf so typischen Strecken, wo man sagen würde, der 29er ist im Vorteil. Zum Beispiel Fort William, einfach eine sehr, sehr lange, schnelle Strecke mit großen Steinen. Oder auch Leogang, wo es sehr, sehr viel um die Rollgeschwindigkeit geht. Würde man eigentlich sagen, 29er ist ganz klar im Vorteil. In Leogang hat dann letzten Endes Aaron Gwynn auf seinem YT2 gewonnen mit 27,5 Zoll Laufrädern. Und in Fort William hat Greg Minnaar auf dem 29er gewonnen. Aber jetzt auch nicht mit einem haushohen Vorsprung, sondern mit einem, ja, schon deutlichen Vorsprung, aber jetzt nicht so, dass er alle anderen Fahrer in Grund und Boden gefahren hätte. Und so einen Vorsprung hatte er bei Rennen davor in Fort William auch schon. Also von daher mal schauen, ob das jetzt wirklich Vor- oder Nachteile mit sich bringt. Ich denke, der wichtigste Faktor ist einfach, dass der Fahrer sich auf dem Rad wohlfühlt, viel getestet hat auf dem Fahrrad, dass es vielleicht auch so ein Stück weit zur Körpergröße passt. Also ich glaube, da kann man schon mittlerweile ganz gut sagen, dass größere Fahrer auch eher von 29ern und langen Rahmen profitieren und kleinere Fahrer wie zum Beispiel Danny Hart oder Laurie Greenland eher auf 650B unterwegs sein werden. Ja, und alles andere ist dann auch vielleicht einfach so ein Stück weit Talent und Können und Tagesform und Fitness, unabhängig von der Laufradgröße. Ja. Oder anders gesagt, nur wenn ich da jetzt an den Start gehen würde und auf einmal ein 38 Zoll Laufrad in meinem Downhiller hätte, dann würde ich davon trotzdem nicht gewinnen. Also was, ich das sehr, sehr schade gewinnen. Ist. Ja, vielleicht würde ich auch gewinnen. Ja, falls wer dieses Soundproblem bei mir im Hintergrund bemerkt, unsere Straße wird weiterhin saniert und deswegen werden da draußen irgendwelche Steine wieder zurechtgeschnitten. Also Hannes lässt schon mal saniert. Seine, denkt euch, Hannes lässt schon mal seine Kettensäge laufen, um am Wochenende so richtig Stimmung zu machen. Ja, absolut. Ich fliege dann noch eben rüber nach Lugin. Ja. Lustigerweise zu der Laufradthematik fällt mir noch eine Geschichte ein. Und zwar war das letztes Jahr in Andorra. Gewesen. War gewesen, so Mitte der letzten Weltcup-Saison.
als gerade so die ersten Teams dann auf 29 Zoll gewechselt sind und dann wieder zurück auf 650B gewechselt sind. Also da war gerade so eine Phase, wo niemand genau wusste, was sie machen sollen. Und kurz vor dem Weltcup in Andorra war Laurie Greenland in Schladming zum Testen. Der ist da auch den EDC mitgefahren und war noch ein paar Tage danach da und hat getestet und hat verschiedene Laufradgrößen gegeneinander getestet. Und anscheinend, ich weiß nicht, inwiefern das stimmt, er hat es erzählt. Ich nehme jetzt einfach mal sein Wort für bare Münze. Er hat erzählt, auf einem 26-Zoll-Rad hat er die schnellste Zeit des Tages eingefahren und war irgendwie anderthalb oder zwei Sekunden schneller als auf seinem 650B-Rad. Also so viel zum Thema Laufradgröße. Das wird Diskussionen geben im Forum. Ja. Wir wussten schon immer. Ja. 26 real. Ja, ja. Also von daher einfach mal abwarten. Wird auf jeden Fall super spannend, auch was so an neuen Bikes präsentiert wird, was man an 29ern sehen wird, was für Reifen gefahren werden, was in den Reifen gefahren wird, damit nicht beim ersten Schein schon das Laufrad explodiert. Also ja, ich freue mich extrem drauf. Wird eine echt interessante Sache. Was hast denn du neben den Klassikern, die wir kennen, also Fotos vom Rennen und so, was hast denn du noch vor? Oder was habt ihr vor? Gregor ist ja auch dabei. Ja, also wir werden sehr, sehr viel... Auf welche Artikel können wir uns freuen? Wir werden sehr viel Technikkram machen, also die Boxengasse-Artikel, was einfach die Fahrer für Fahrräder fahren und für Reifen fahren und mit welchen Werkzeugen die Nippel gespannt werden und so, das wird ja immer kontrovers diskutiert, von daher werden wir da in dem Bereich sehr viel machen. Wir werden diverse Bike-Checks machen, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, dann schreibt es in die Kommentare. Werden wir auf jeden Fall mal bei ein paar Teams vorbeischauen und die neuen Bikes durchfotografieren. Fällt mir jetzt spontan zum Beispiel das neue Uno von Greg Williamson und Taylor Vernon ein. So dieses ultra-high-end, super-duper teuer Carbonrad aus Barcelona, das die beiden fahren werden. Schauen wir mal, was wir da alles an Bike-Checks machen. Es wird die Filmpremiere von Gamble geben, auf die ich mich extrem freue. Das ist der neue Film von Steel City Media und Creative Concept, die früher die Videos für das Santa Cruz Syndicate und für LaPierre bzw. Specialized gemacht haben, also Bruni and Vergie Against the World. Auf den Film freue ich mich extrem, der Trailer war super cool. Da werden wir sicherlich einiges machen, diverse Interviews, Fotostories, Videos und alle möglichen Sachen. Das ist so der Plan. Ich freue mich. Und ich freue mich auch auf Gamble, denn auch beim Sea Otter Festival wird es den Film Gamble als Premiere geben. Und ja, auf jeden Fall, Trailer war super. Verlinken wir auch natürlich in den Shownotes nochmal für euch. Eine kurze Frage noch, was meint ihr, wer wird gewinnen? Boah. Ja, ne? Ist schwierig. Ist super schwierig. Also das könnte sogar, ich sehe so ein bisschen vor meinem inneren Auge Danny Hart über diese ganzen Steine flippen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Greg Minard einfach eine unfassbar saubere Linie da durchzieht. Ja. Und ja gut, und am Ende ist es wahrscheinlich doch wieder Aaron Gwynn, der ganz vorne steht. Kann natürlich auch sein, aber so mal, ja doch, also ich würde... Nee, ich glaube, Greg Minard kommt erst ein bisschen später. Ich glaube. Was mit Loic Bruni? Als frisch gebackener Weltmeister? An Loic Bruni gefällt mir, dass er, das hat man ja schon im Weltmeisterschaftslauf gesehen, mittlerweile, finde ich, eine ganze Ecke kontrollierter unterwegs ist. Der war, am Anfang ist er wirklich auf eigentlich immer 101% gefahren. Oder mehrere Rennen gab es, wo er auf 101% gefahren ist und dann doch wieder irgendwas passiert ist und es halt nicht funktioniert hat. Und in dem einen Lauf ist er halt wahnsinnig, wahnsinnig gut gefahren und sehr sauber und sehr fokussiert. Und ich denke, wenn er das abrufen kann, dann ist er auch ein Kandidat für ganz oben auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, dass es irgendwie, weiß ich nicht. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es Danny Hart sein könnte. Aber wenn Greg Minard die richtige Linie erwischt und unten nochmal alles raus, dann könnte es auch Greg sein. Ja, also ich glaube, ich tue mich
ich tue mich mega schwer, irgendwelche Prognosen abzugeben. Werde aber nichtsdestotrotz im Tippspiel doch ein paar Platzierungen tippen. Oh ja, das wir Tippspiel. Wir haben nämlich auch in diesem Jahr wieder ein, neben einem Enduro World Series und einem Cross Country World Cup Tippspiel haben wir auch wieder ein Downhill World Cup Tippspiel. Das ist eine Überleitung auch. Ja, wo, ja, ihr kennt das halt, jedes Jahr kann jeder Lauf des World Cups sowie die Weltmeisterschaften getippt werden, das Podium, die ersten 5 Platzierungen bei den Frauen und den Männern, der Teamsieger kann gesetzt werden, der beste deutsche Fahrer kann getippt werden, seit letztem Jahr ist das neu dabei. Oder? Entschuldigung, der beste deutschsprachige, ja. Du hast recht, Österreicher und Schweizer sind natürlich auch dabei. Und der Sieger der Junioren kann getippt werden, was glaube ich dies Jahr spannend wird, nachdem der Finlay Alts ja bei der Elite mitfährt und nicht mehr bei den Junioren. Ja. Und Max Hartenstern jetzt neu dabei ist. Ja, Max Hartenstern ist auch in der Elite, Matt Walker auch in der Elite. Ach stimmt. Tut mir leid. Das ist relativ neues Feld, ne, bei den Junioren. Das, ja, also es war auch als die Juniorinnen. Wird auf jeden Fall das wird spannend. Juniorinnen wird auch spannend. Mit Walli. Walli Höll, ja. Das also wird dann vor allem mal interessant zu sehen sein, wie sich Walli auf denselben Strecken gegen Rachel Atherton, Tani Seagrave und Co. behaupten wird. Jetzt am Wochenende in Maribor war der European Downhill Cup, wo Walli Höll, glaube ich, die drittschnellste Zeit bei den Damen gefahren ist. Hm. Und ich glaube, mit die Juniorinnenwertung hat sie, glaube ich, vor Platz 2 mit 47 Sekunden gewonnen. Krass. Ja. Ja, krass. Wobei auch krass, was, also, du hast ja gerade schon angesprochen, die Juniorinnen, also männliche Juniorenfahrer, ja. Hat jetzt Commercial einen neuen französischen Juniorfahrer und Canyon hat einen australischen Juniorenfahrer. Und der australische Canyon Junior wäre bei der Elite in Maribor auf Platz 4 vor Brooke McDonald gelandet. Ja, also da denkt man ja irgendwie immer so, also das hatte ich zum Beispiel, als Steve Pete und Josh Breisland ihren Rückzug aus dem Downhill-Weltcup verkündet haben, oder auch mit Sam Hill, der jetzt eigentlich nur noch in die Enduro World Series fährt. Oder zum Beispiel auch mit Finn Iles, der jetzt nicht mehr in der Juniorenkategorie fährt, ist irgendwie so der erste Reflex, dass man denkt, boah ja, da war früher dann doch alles besser und jetzt, wo die weg sind, wie wird es denn überhaupt mit der Kategorie so richtig sinnvoll weitergehen? Aber ich glaube, das wird mindestens genauso spannend. Wird sich da auch schnell zeigen, ne? Das wird wahrscheinlich auch wieder den einen oder anderen geben oder die einen oder andere, die dann vielleicht doch so ein bisschen die Sache dominieren wird im Laufe der Saison. Ich bin da sehr gespannt. Ja. Wir waren noch gar nicht fertig mit dem Tippspiel. Es gibt nämlich auch wieder etwas zu gewinnen. Und es gibt eine wichtige Änderung, vor allem. Ja, willst du es gleich erzählen? Du weißt Bescheid, ja, ne? Nee, mach du doch, sag du Bescheid. Ja, vielleicht weißt du mehr als ich. Was war los? Ja, normalerweise war es bei unserem Tippspiel so, dass man, dass es eine Wertung für die gesamte Saison gab und dann am Ende der Gewinner einen richtig coolen Preis gewonnen hat. Und dieses Mal haben wir 7 richtig coole Preise für jede Runde des Weltcups und es immer sozusagen bei Null startet. Also wir tippen jetzt nicht mehr über eine ganze Saison hinweg, sondern es wird jeder Weltcup einzeln getippt und der Tagessieger bekommt einen richtig fetten Preis von SRAM. Habe ich das richtig erzählt? Und wir reden jetzt... Ja, soweit, so ist auch der Stand, den ich kenne. Es gibt natürlich trotzdem ein komplettes Saisonranking. Ach, das gibt's auch? Nur das... Ja, na, das ist einfach in der Software drin. Also es wäre ja blöd, das jetzt irgendwie abzuschalten. Ja. Es wird halt schon einen Siegerin oder einen Sieger geben am Ende der Saison. Aber der Unterschied ist, dass es dann eben kein Fahrrad oder sowas zu gewinnen gibt, sondern man sich eben die einzelnen Rennen nehmen sollte, wenn man irgendwie geiles Zeug gewinnen möchte. Also und wir reden hier nicht von einem paar Griffe oder so, sondern oder einem Twistlock-Griff oder sowas. Das wird schon ein richtig, richtig fetter Preis jedes Mal. Ja. Also finde ich super, weil ich dann, ich kenne das nur von mir. Wenn ich jetzt viel auf den Weltcups unterwegs bin, ich vergesse dann teilweise die Tipps abzugeben und dann, ja, wenn du ein Rennen nicht mit Tipps, dann verlierst du die ganzen Punkte und kannst eigentlich die ganze Saison schon abhaken. Deswegen finde ich es jetzt eine coole Sache, dass jedes Rennen, dass es sozusagen immer von null losgeht und es aber auch trotzdem eine Gesamtwertung gibt. Ich habe sogar schon getippt. Ja. Wen hast du getippt? Aber ihr könnt noch, Markus, ihr könnt noch, das nee, sage ich nicht, ihr könnt auch noch nicht, weil das ist noch gar nicht online. Aber wenn der Podcast veröffentlicht ist,
dann ist auch das Tippspiel online. Und ja, wenn ihr das jetzt hört, drückt kurz auf Pause und geht auf downhill-tippspiel.mtbnews.de und gebt die Tipps ab und gewinnt. Und dann geht auf iTunes und gebt uns eine positive Bewertung. Ja, das genau, das werden wir nachher auch nochmal irgendwie von euch einfordern. Was es auch geben wird, sind natürlich coole, richtig coole Raw-Videos. Ich hoffe, dass ich einige zerstörte Laufräder einfangen werde. Ja. Und Raw ist ja auch eine gute Überleitung zu einem relevanten Thema, nämlich Mountainbike-Filme. Hannes, was ist dein Lieblings-Mountainbike-Film aller Zeiten? Mein Lieblings-Mountainbike-Film aller Zeiten ist Seasons. Den werden die Jüngeren der ganzen Mountainbiker vielleicht gar nicht mehr kennen. Aber wir werden da jetzt mal so ein bisschen hinleiten. Wir wollen ein bisschen über Bike-Filme sprechen. Und zwar, es gibt unfassbar viele Bike-Filme. Es hat ganz früh angefangen mit Bike-Filmen. Und um Seasons mal kurz anzusprechen, wer ihn nicht kennt, der sollte ihn unbedingt angucken. Ihn gibt es vielleicht auf gängigen Videoplattform hier oder da in kompletter Länge, muss man mal gucken. Ich glaube, er ist gar nicht mehr wirklich käuflich. Seasons ist der dritte Film der Collective-Reihe und das waren The Collective und dann kam Rome und dann kam Seasons und Seasons ist allein deswegen sehr sehenswert, weil er mit dem sehr jungen Stevie Smith oder weil er den sehr jungen Stevie Smith Steve Smith, der auf tragische Weise verstorben ist vor 2 Jahren, porträtiert, als er ein ganz, ganz junger Fahrer war und von seiner Mutter immer den Berg hochgeschattelt wurde. Es ist wahnsinnig ergreifend, gerade wenn man dann seinen Werdegang mitverfolgt, der da natürlich gar nicht so abgehandelt wurde, weil Seasons, wie der Name sagt, also Jahreszeiten, es geht tatsächlich um die 4 Jahreszeiten und diese 4 Jahreszeiten werden von verschiedensten Fahrern beleuchtet und Steve Smith ist einer davon und Stevie Pete ist auch dabei und da wird dann im Prinzip einmal porträtiert, was sie im Frühling machen, wie sie auf die Saison vorbereiten, wie es dann im Sommer, im Winter ist und so weiter und so fort. Cam McCall ist dabei in Kalifornien, wie er dann seine Sprünge in den Pool übt und so. Und Stevie Smith fährt halt wirklich Trail für Trail für Trail und das war so seine erste Zeit und dann ist er halt irgendwann einfach einer der absoluten Downhill-Superstars geworden nach ein paar Jahren. Ich kann nur jedem raten, der den Film nicht kennt, wahnsinnig geiler Film. Mein Lieblingssegment ist eigentlich das mit Matt Hunter, wo er in Kanada rumfährt. Absolut mega Soundtrack. Also wie gesagt, guckt ihn euch an. Ist sicherlich ein bisschen Nostalgie dabei. Es sind nicht die krassesten Tricks, die man heute sieht, aber es ist einfach ein wunderbarer Film. Ja, ich gebe die Frage mal weiter. Markus, Moritz, was sind eure Lieblings-Mountainbike-Filme? Ich muss gestehen, ich habe irgendwann aufgehört, Mountainbike-Filme zu gucken. Kann mich aber echt noch sehr gut dran erinnern an so die ganz frühen New World Disorder. Die werden dir auch was sagen, Hannes, nehme ich mal an. Ne? Mir auch, natürlich, ja. Moritz, weiß nicht, du ja auch, du bist ja so jung, du bist ja hier die Stimme der Jugend. die ganz frühen, ich glaube Teil 1, 2, 3 oder so, das war halt einfach ja Punkrock-Geschrammel als Musik und weiß nicht, Bender droppt sich irgendwo 20 Meter direkt auf die Schnauze in die Steine. Ein Jaw-Drop. Ja, also die ersten, das erste Mal, dass ich irgendwie diese North Shore Trails gesehen habe, also hier diese, die Holzbauten in Whistler, das war alles damals so neu und so beeindruckend. Heute ist das irgendwie alles Standard. Das hat mich schon, naja, geprägt hat mich das nicht, aber ich erinnere mich sehr gern dran zurück und ich erinnere mich auch an letztes Jahr, wir waren glaube ich in Breitenbrunn oder so und Hannes, ja. Vorletztes Jahr war es und du hattest New World Disorder auf deinem Computer drauf und wir haben uns das da abends angeschaut bei einer Flasche Bier und das war einfach so wie früher auf einmal, also einfach geil mit der Musik und diese schwachsinnigen Aktionen von den Leuten. Großartige Sache. Irgendwann habe ich dann aufgehört, mir Bike-Filme anzuschauen. Weiß nicht, ob es mir einfach nur zu lang gedauert hat, die zu gucken, ob es ein Zeitproblem war oder ob es mich einfach nicht mehr so interessiert hat. Was ich immer mal wieder gern geschaut habe, sind einfach so kürzere Clips. Von denen gibt es ja bei uns im Videobereich echt viele.
Ganz früher gab es die auch schon, da war aus München vom Bombenkrater gab es immer so geile Videos vom BKM SE. Genau, vom SE, vom See. Vom See. Ganz großartige Sache, auch heute noch, wenn man sich die anguckt, ist einfach auch cool. Ja, was war noch? Die gibt es sogar immer noch, ganz kurz. Die sind kurz, bei uns im Videoalbum. Im Videobereich, man, ja, genau. Trailporn 1. Er hat sie irgendwann alle bei uns hochgeladen. Früher hat man sie auf bombenkrater.de, glaube ich, geschaut. War das die Adresse? Konnte man als MPEG, ja genau, als ja. MPEG runterladen. Genau. Dann. Ja, das wissen, glaube ich, die meisten Leute heute auch gar nicht. Nee. Ne? Heute guckt man sich irgendwie Filme bei YouTube oder sonst wann. Früher musste man sich irgendwie die Dateien entweder auf der Website runterladen oder von irgendwelchen FTP-Servern. Irgendwelche komischen MPEG-2-Dateien mit grottiger Qualität und dafür unfassbar großen Dateigrößen. Es war alles gar nicht so einfach. Aber ich will hier gar nicht weiter vom Krieg erzählen. Ja, ich glaube, so die ganzen alten Filme kann man sich tatsächlich heutzutage bei YouTube anschauen. Müsste man mal gucken. Moritz, wie sieht's bei dir aus? Ich denke mal, du hast auch eher so die neueren Filme geschaut, oder? Nee, eigentlich gar nicht. Also viele neue Filme habe ich mir dann tatsächlich gar nicht mehr angeschaut, weil ich irgendwann so ein bisschen gelangweilt war. Du hast einfach selbst die Filme. Ja, und auch davon war ich irgendwann ein bisschen gelangweilt, muss ich sagen. Also mein Lieblingsfilm ist, glaube ich, Follow Me. Und vor allem das letzte Segment mit G. Etherton und auch wieder Stevie Smith in Queenstown ist einfach, boah, mega super duper famos. Könnte ich mir wirklich 24/7, 365 anschauen. Geil. Mega super duper famos. Was ich auch super cool finde, glaube ich, ist mein Lieblings Mountainbike, ja, keine Ahnung, wie man es nennt, Edit, ist In the Know mit Connor Fearon im Bromont Bike Park. Ist der beste Mountainbike-Kurzfilm, den es überhaupt auf der ganzen Welt gibt. Ja, also unfassbares echt super geil. Werde ich mir auch gleich wieder anschauen. Deswegen fasse ich mich kurz, damit wir jetzt hier schnell durch den Tag hier laufen. Und was ich mir früher auch extrem gerne angeschaut habe, war Dirt TV, beziehungsweise dann Finally. Einfach die ganzen Zusammenfassungen vom Downhill-Weltcup, wo dann echt sehr, sehr sehenswerte, interessante, spannende Weltcup-Filme von jedem Rennen waren, mit Interviews, mit Aufnahmen aus dem Finale, mit Aufnahmen aus der Quali, was heutzutage leider einfach nicht mehr geht. Ja. Tatsächlich fällt auch mir so ein bisschen auf, früher waren es so generelle Filme, die man dann angesprochen hat, die irgendwie geil waren, und heute sind es eher Segmente. Also wenn ich so an die jüngsten Filme denke, da sage ich, ja, okay, der ganze Film ist gut, aber ich habe eigentlich keine Zeit und auch keine Lust, mir einen 40-Minuten-Film anzugucken. Das ist genau das Ding bei mir, warum ich irgendwann, glaube ich, aufgehört habe. Ja, ich glaub, und das haben die Filmemacher auch bemerkt irgendwann, und deswegen gibt es halt unfassbare Schätze, die richtig gut sind. Ich erinnere zum Beispiel an dieses One-Shot-Segment aus Unreal mit Brandon Samanak, wo er diese gebuddelte Strecke hinunterfährt mit zwei verschiedenen Fahrern nacheinander, die an einem Stück gefilmt ist, also so ein One-Take. Und das ist unfassbar schön. Das ist eine sehr entspannte Musik. Und er fährt halt darunter. Es ist auf YouTube, glaube ich, auch als Einzelsegment zu finden. Verlinken wir in den Shownotes. Richtig, richtig schön. Und das Gleiche oder ähnlich geht es mir zum Beispiel auch beim Highlight-Film letztes Jahr. Man muss tatsächlich ja sagen, es gibt eigentlich jedes Jahr nur noch einen großen Film. Es gibt viele kleine Filme, aber es gibt nur noch einen großen Film. Und das war letztes Jahr Death Grip zum Beispiel. Und in Death Grip hat mir zum Beispiel das Schlatming-Segment halt unglaublich gut gefallen, weil es einfach mit Red Boy und Brandon Fairclough. Wer ist noch mitgefahren? Brandon Fairclough, genau. Die beiden haben einfach unglaublich viel Spaß in Schladming die Downhill-Strecke runter, und unfassbar. Gibt es auch als Einzelsegment. Also das ist mir so aufgefallen, weil wir mit den heutigen Sehgewohnheiten irgendwie uns selten hinsetzen und sagen, so,
gucken wir mal einen schönen Bike-Film heute Abend. Und stattdessen guckt man halt eher so die Segmente zwischendurch. Und das ist mir so aufgefallen, wie das ist. Früher war es halt wirklich New World Disorder, hatte Markus ja schon angesprochen. New World Disorder 1 ist ein absoluter Klassiker. Aber das ist halt auch, da kann man eigentlich keine Segmente einzeln. Guter Bobby Root, Let It Roll, wie er auf seinem die ganzen Manuals und Nose Manuals und so macht. Das ist natürlich irgendwie krass, aber das Ding muss man eigentlich als Gesamtkunstwerk nacheinander angucken. Also nur Bänder alleine kann man sich auch nicht angucken, wäre bescheuert. Ja, den Jawdrop da runterfliegt und natürlich hinfällt. Oder den No-Food Flat Drop von 6 Metern oder so, diese bekloppten Sachen. Und um nochmal ganz kurz, zum Schluss in der Vergangenheit zu schwelgen, was mich noch tatsächlich als Biker irgendwie sehr geprägt hat, ist von Tom Stemplinger und seiner Crew, die Few King Riders aus, ich glaube aus Hauzenberg kamen sie, glaube ich, also bei Passau irgendwo, ist auch bei uns im Forum unterwegs, Tingle Tangle Tom. Die sind mittlerweile mit Bioride ziemlich am Start, auch bei den ganzen lokalen Rennen, machen wahnsinnig viel, haben ein riesen Gelände auch bei sich und fliegen da durch die Gegend. Und früher mit dem Team von denen haben sie auch diese, ja, es gab ganz, ganz viele Filme wirklich, und diesen haben viele Forums-User damals irgendwie schon geprägt, weil Tom selber extrem krasse Sachen damals gemacht hat für damalige Verhältnisse, also unfassbar tiefe Drops, sehr weite Gaps gesprungen ist. Superman Seat Grab auf irgendwelchen Fotos, was. Oh ja, genau, so, im Schnee gab es da so ein Riesenteil. Genau, so unerreichbar wahrscheinlich für fast alle Leute, und er macht's und stellt auch noch ein Foto irgendwie bei uns rein. Da war ich mich auch noch sehr geil. Ja. Mit dem Kona Stinky ist er dann mit dem Fully in seinen Garten einen Backflip gesprungen. Genau. Ohne Formpit und alles. Hat irgendwie dreimal probiert und beim dritten Mal saß das Ding einfach. Also, und das Ganze wurde dann gefilmt. Und ich weiß nicht, kann sein, dass die Clips immer noch da sind, aber die haben mich so um 2002, 2003 rum unfassbar beeindruckt. Weil das einfach auch so fernab war, was irgendwie, oder was wir so gemacht haben. Das gab es halt sonst eben nur in den Filmen, ne? Plötzlich war es greifbar irgendwie im Forum. Ja, und Tom ist jetzt auch weiterhin oder wieder aktiv und springt halt riesengroße Gaps. Und und die verlinken werden wir auch noch ein Video in den Shownotes von den Dirt Flames. Oh, yeah. Kölner Team und geilstes und, Video. Ja, mega. Und die haben damals auch die ganzen Street Sessions in Köln organisiert. In Düsseldorf gab es Street Sessions und die Dirt Flames waren immer ganz, ganz vorne dabei. Und es lohnt sich sehr. Das waren einfach so die Anfänge 2000 bis 2005, sage ich mal, wo es so losging irgendwie in Deutschland mit den größeren Veranstaltungen und Stunts. Und das war einfach eine sehr bekloppte Zeit, an die ich mich sehr gerne zurückerinnere. Kommen wir mal zum Ende. Was habt ihr euch in den letzten beiden Wochen noch neu gekauft? Ich habe mir eine Bratpfanne gekauft. Eine Tefal-Pfanne irgendwie in der Jamie Oliver Edition. Und weil ich einfach eine gute neue Edelstahl-Pfanne brauchte. Und deswegen habe ich mir eine Pfanne gekauft. Taugt die? Und taugt die? Die taugt tatsächlich, ja. Es ist eine gute, solide Edelstahl-Pfanne. Und bisher funktioniert sie super. Ist die beschichtet oder ist die nicht beschichtet? Die ist Teflon beschichtet. Ich habe eine Weile überlegt, ob ich. Und ich habe mich auch ein bisschen durchs Internet gelesen, was sinnvoller ist, ob ich eine Keramikpfanne nehme oder Teflon, und eine ganz andere Geschichte ist dann halt noch nur Edelstahl, aber das ist dann eher den Profiköchen vorbehalten, und ich habe mich dann für Teflon entschieden, weil das meistens sehr lange funktioniert und das Ganze in Verbindung mit Edelstahl, denke ich, ist ganz sinnvoll. Und ich habe noch einen, das habe ich vorab quasi zum Geburtstag geschenkt bekommen, ich habe morgen, also am Dienstag Geburtstag morgen, einen Cajon-Baukurs gemacht. Das ist so eine, das ist eigentlich, wer es nicht kennt, ein Holzkasten, oder wo man sich draufsetzt, und den kann man als, es ist ein Schlaginstrument quasi. Kein Baseballschläger, sondern eher halt ein Rhythmusinstrument. Das hast du doch nur meinetwegen gesagt als Berliner hier. Genau. Und ja, habe ich in 4 Stunden meine eigene Cajon gebaut, und die klingt super und es hat mega Spaß gemacht. Also wer sowas dann machen will, hier kann man das machen, und ich glaube, es gibt es bei diversen Volkshochschulen, gibt es solche Kurse, und das habe ich mir quasi dann gegönnt, oder es wurde mir gegönnt.
Moritz, du bist erwischt worden. Nee, muss ich gleich hinlaufen. Das ist eine meiner neuesten Neuerwerbungen. Ich hatte mein Monatsticket nicht in der Jackentasche dabei. Beim Busfahren. Bin 2 Stationen gefahren. Direkt kontrolliert worden. Und jetzt muss ich da gleich hingehen, Ticket nachzeigen, 7 € bezahlen. Super nervig. Und was lernen wir daraus? Einfach lieber das Fahrrad nehmen. Ja, und ich werde mir gleich, wenn ich diese 7 € bezahlt habe, werde ich mir noch eine Kappe kaufen. Und welche das ist, werdet ihr in 2 Wochen erfahren. Eine Supreme, Kappe im Sinne, von einer Basecap Mütze. Oder sowas? Ja. Ja, okay. Ja, da bin ich mal gespannt, was du dir für eine Mütze kaufst. Da knallt ja die Sonne immer auf den Schädel. Hm. Und ich hatte letztes Jahr wirklich das Problem, entweder hatte ich eine Fox-Kappe auf und dann haben mich alle bei SRAM in den Pits angeschissen, so, wie kannst du denn die Kappe tragen? Dann habe ich eine SRAM-Kappe aufgesetzt und dann habe ich alle bei, durfte es bei Fox nicht mehr rein. Und deswegen suche ich immer noch eine neutrale Kappe. MTV News hat auch Kappen, wusstest du das? Ja, ich hätte lieber eine dunklere Kappe. Schön wegignoriert. Ja. Und deswegen werde ich mir jetzt gleich noch eine Kappe kaufen. Okay. Ich habe die Wahl zwischen einer Kappe mit einem Burger drauf und mit einem, mit einem Milchshake drauf. Bin ich mal gespannt, was es dann gibt. Und was ist mit dem Angelladen? Ja, amerikanische Angelläden. Hab ich auch, aber sind an sich schon besetzt. Also ich habe mich sehr gefreut, als ich dann eine geschenkt bekommen habe, aber die sind einfach besetzt. Also ich kann jetzt nicht alles kopieren. Die sind komplett besetzt, ja. Bekommen wir dann hin? Ja. Nee, würde ich auch. Deswegen werde ich mir gleich noch eine neue Kappe kaufen. Gute Idee. Ja, Markus, gab's bei dir was? Ja, Brace for Impact. Hast du jetzt Zahnspange? Nein, ich habe eine ziemlich krasse Sache mir gekauft, beziehungsweise wir haben uns die gekauft in der Familie. Und zwar haben wir uns 30 Kubikmeter Mutterboden ranfahren lassen. Also so Kompostboden. Wir haben hier seit einem guten Jahr irgendwie ein neues Grundstück, neues Haus und jetzt ist es langsam mal Zeit, sich um den Garten zu kümmern und ich habe die letzten Wochen damit verbracht, alles schön einzuebnen mit einer Hake und meiner Muskelkraft. Und jetzt, wo alles schön eben war, gehört natürlich ordentlicher Boden obendrauf, dass der Rasen auch schön wächst und man so das Kleinbürgerliche so richtig schön abfeiern kann. Und da habe ich einfach mal 30 Kubikmeter Boden bestellt und habe jetzt tatsächlich auch von den 30 Kubikmetern an den vergangenen 2 Tagen so geschätzt 22, 23 Kubikmeter mit Schubkarre und Schaufel und Hake verteilt, sind ungefähr so überschlagen, irgendwas über 30 Tonnen Erde, die ich bewegt habe. Entsprechend fühle ich mich auch körperlich. Muss jetzt, glaube ich, echt erstmal ein paar Tage Pause machen und dann werde ich mich um den Rest kümmern. Ich hatte tatsächlich aber auch noch eine Sache mit Bike-Bezug gekauft und zwar bei uns im Bikemarkt einen Zentrierständer und zwar mal so ein oberamtliches Teil mit Messuhren und so weiter und bin damit sehr zufrieden, habe die ersten Laufräder schon wieder gerade gezogen. Irgendwann nervt es halt doch, oder? Wenn die Räder nicht so richtig gerade laufen und der Billig-Zentrierständer irgendwie mehr schadet, als er hilft, dann dachte ich, ist es jetzt mal an der Zeit, sich was Richtiges zu kaufen und war eine gute Investition bisher. Zahlt sich, glaube ich, aus über die Zeit. Ja, und mehr habe ich tatsächlich mal wieder nicht gekauft. Und damit sind wir auch schon eigentlich durch, oder? Ja, so dann, ziemlich. Dann fordere ich jetzt noch auf, unsere Hörerinnen und unsere Hörer, unseren Podcast bei iTunes oder bei anderen Podcast-Plattformen zu bewerten. Manche Apps haben da ja irgendwie eigene Bewertungssysteme. Manche benutzen oder viele benutzen iTunes. Geht dahin, bewertet uns, wenn ihr uns gerne hört. Schreibt ein paar Zeilen dazu. Wir verlosen in jeder Folge eine nette Kleinigkeit unter allen Leuten, die uns eine Bewertung geschrieben haben. Vielleicht ist das ja oder vielleicht hilft das ja ein bisschen, euch zu motivieren, da einfach mal hinzugehen und was eine Bewertung abzugeben. Eine weitere Sache wollte ich noch sagen in dem Zusammenhang. Es wird ja, also zum einen wird immer angemeckert, iTunes und Monokultur und Apple und Monopol
Mach doch mal irgendwie das woanders. Der Hintergrund ist, warum wir immer iTunes ansprechen als die Bewertungsplattform, ist der, dass so ziemlich jede Podcast-Software das iTunes-Verzeichnis für Podcasts nutzt als Backend. Also wenn man irgendwo einen Podcast abonnieren möchte in der Podcast-App und da auf Suchen drückt und Pokal oder Spital eintippt, dann kommen die Daten da, die da durchsucht werden, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit von iTunes. Das ist einfach so der Platzhirsch. Alle bedienen sich dran, nicht nur iOS, sondern auch Android und Produkte auf anderen Plattformen. Ist einfach so, das ist, haben wir uns nicht ausgesucht. Seht uns das nach, dass wir das immer so sagen. Das hat bestimmt nichts mit irgendwelchen Präferenzen zu tun, Richtung Apple oder so. Eine zweite Sache, die immer wieder an uns herangetragen wurde, eigentlich schon seit der 0. Folge, ist, dass wir uns doch mal bei Spotify anmelden könnten, weil das für viele Leute das Hören irgendwie einfacher machen würde. Also ich bin voll dafür. Ich persönlich nur lass mich mal ausreden. Ich persönlich bin absolut kein Freund von Plattformen, sei es irgendwie Facebook oder sei es eben auch Spotify. Aber das heißt ja nichts, wenn das gewünscht wird, und das wird es mehrfach, wollen wir uns dem halt nicht verschließen. Und ich werde mich in den nächsten Tagen darum kümmern, dass wir da aufgenommen werden. Das ist nicht ganz so trivial wie bei, aufpassen, Triggerwarnung im iTunes-Directory. Aber es gibt da Wege, und wir versuchen einfach da reinzukommen. Ich denke mal, die Hörerzahlen, die wir vorzuweisen haben, die sind okay. Also ich glaube nicht, dass sie da irgendwas dagegen haben bei Spotify. Und mit ein bisschen Glück wird dann die nächste Episode, also die MTB 007, auch schon bei Spotify zu hören sein. Aber ich kann es nicht versprechen, gebe aber alles. Und das ist dann auch schon das Ende der Durchsage. Nee, noch nicht ganz. Und zwar die Verlosung für die Bewertung aus der letzten Episode machen wir dann in den Shownotes zu dieser. Da haben wir jetzt noch keinen Gewinner oder Gewinnerin gezogen. Deswegen lest das einfach auch bei uns auf der Webseite in den Shownotes. Vielleicht habt ihr ja gewonnen. Jo, und um das Ganze noch abzuschließen, das habe ich auch aus genau diesem Podcast rausgefunden. Wir wollen versuchen, ab und zu, wenn wir das gut finden, einen Podcast zu empfehlen, einen anderen Podcast, den wir so gut finden. Und ich fange jetzt mal an, und ich würde gerne das Hotel Matze empfehlen. Das ist ein Interview-Podcast, der auch auf allen gängigen Plattformen, auch Spotify zum Beispiel, läuft. Das sind sehr spannende Interviews mit sehr spannenden Leuten. Die meisten sind recht prominent und alles sehr hörenswert. Also wer noch einen guten Interview-Podcast sucht, der gar nichts mit Mountainbiken zu tun hat, der sollte sich mal Hotel Matze anhören. Werde ich tun. Du hattest mir den ja schon mal empfohlen. Genau. Und die Interviewpartner, die scheinen doch echt hochkarätig zu sein, inklusive des aktuellen deutschen Außenministers. Und das heißt schon was. Ja. Gut. 16 Uhr. Genau. Ich muss los. Wunderbare Punktlandung. Fast, ja, Tatsache. 16 Uhr. So, sehr schön. Love-Posting. Freut mich. Nächstes Mal. Ja, machen wir nächstes Mal. Oder? Dann haben wir nämlich richtige Love-Postings und suchen uns ein bisschen was zusammen. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder so, gebt uns Feedback, eure Lieblingspostings. Wenn euch irgendein Posting oder irgendein Kommentar auf MTB News mal beeindruckt und gemacht hat und nicht wütend gemacht habt, gebt ihn gerne weiter an uns per Nachricht. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns. Das war Folge Nummer 6 von MTB News, dem Mountainbike-Podcast Pokal oder Spital. Und ich bedanke mich. Wir sind jetzt erstmal weg die nächsten Tage, und wir hören uns in 2 Wochen wieder. In diesem Sinne. Alles klar. Bis in 2 Wochen. Mach's gut. Ciao. Jo. Ciao, ciao.